In diesem Trainingsmodul lernen Sie, wie Sie die ikonische LNER Class A3 Dampflokomotive Nummer 6103, besser bekannt als Flying Scotsman, fahren. In dieser kurzen Einführung werden Sie etwas über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Passagierbetrieb lernen. Wenn Sie bereit sind, klettern Sie auf die Bodenplatte. In dieser Einführung werden Sie eine komplette Runde fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen, wenn Sie den nächsten Halt erreicht haben. Bereiten wir die Lokomotive auf die Abfahrt vor. Öffnen Sie die Zylinderhähne, um jegliches Wasser aus den Zylindern auszulassen, nachdem die Lokomotive steht. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein und wie viel Dampf verbraucht wird, während sich die Lokomotive bewegt. Bringen Sie den Richtungswender in die Position voll vorwärts. So erhalten Sie. Um die Fahrgäste zusteigen lassen zu können, müssen Sie die Fahrgasttüren öffnen. Es ist Zeit zur Abfahrt. Schließen Sie die Fahrgasttüren. Im Gegensatz zu anderen Lokomotiven, die Sie vielleicht schon gefahren haben, wurde bei dieser Lokomotive die Vakuumbremsen auf Druckluftbremsen umgerüstet. Die direkte Bremse bremst nur die Lokomotive, während die Druckluftbremse den gesamten Zugverband bremst. Da dieser Zug mit Druckluftbremsen ausgestattete Wagen hat, verwenden wir das Führerbremsventil. Der Regler wirkt bei Dampfloks wie der Leistungsregler. Er steuert, wie viel Dampf in die Zylinder abgegeben wird. Öffnen Sie den Regler langsam, um Wir nehmen jetzt an Fahrt auf. Bewegen Sie den Richtungswender in Richtung des mittleren Gangs. Da sich die Lokomotive nun bewegt, können Sie den... wurde der Flying Scotsman bei einer speziellen Testfahrt mit 100 Meilen pro Stunde gemessen und war damit offiziell die erste Lokomotive im Vereinigten Königreich, die diese Geschwindigkeit erreichte. Die Testfahrt lieferte den Geschäftsführern von LNER den Beweis, dass die Dampfkraft auch für hohe Geschwindigkeiten geeignet war und machte den Plan zunichte, auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken diese Traktion einzusetzen.
Sir William McAlpine brachte die Dampflokomotive nach Australien und machte sie damit zur ersten Dampflokomotive, die den Globus umrundete. In Australien stellte sie 1989 auch den Rekord für die längste Fahrt einer Dampflokomotive ohne Halt auf. 422 Meilen. Nach 23 Jahren verkaufte McAlpine den Scotsman für 1,25 Millionen Pfund an Tony Marchington. Aufgrund der hohen Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Lokomotive entschied sich Marchington jedoch, seine Rechte als Eigentümer zurückzuziehen und suchte nach einem anderen Käufer. Glücklicherweise führte 2004 eine Kampagne des National Railway Museums dazu, dass die Lokomotive immer beliebter wurde und das Museum einen Zuschuss von 1,8 Millionen Pfund erhielt, um die Lokomotive zu kaufen und sie zusammen mit umfangreichen öffentlichen Spenden in die National Collection aufzunehmen. Thank you.
Da der Zug angehalten hat, können Sie jetzt die Fahrgasttüren öffnen. Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen.